gehofft haben, doch noch in den Herbstferien nach Mallorca fahren zu können? Fehlanzeige. Nur eine technische Panne sorgte kurzzeitig für weniger Neuinfektionen. Die realen Zahlen liegen im roten Bereich. Die Reisewarnung gilt weiter für ganz Spanien. Von Entspannung keine Spur. Im Gegenteil. Kein Land in Europa ist so heftig von Corona betroffen. Die von vielen so gefürchtete zweite Welle ist dort schon längst angekommen. Vor allem in Madrid gibt es teils dramatische Zahlen. Die Regionalregierung diskutiert, ganze Wohnviertel abzusperren. Das Krisenmanagement in der Kritik. Die für die Wirtschaft so wichtigen Urlauber bleiben weg. Anne Arendt über Spaniens schwierigen Spätsommer von Madrid bis zur Costa del Sol. Sie halten zusammen, die, die noch da sind, im andalusischen Torrox. Tag für Tag steht Silvia Reis vor diesem kleinen Supermarkt. In Spanien leben war immer ihr Traum. Nun sammelt sie Essensspenden, um sie anschließend an jene zu verteilen, die in der Corona-Krise Job und Einkommen verloren haben. Wir haben angefangen im April. Da hatten wir mit 6, 7 Familien angefangen. Mittlerweile sind wir schon beim 20, ist Tendenz steigend leider. Wir haben diesen Verein gegründet, weil wir das Bedürfnis hatten, den Leuten ein bisschen unter die Arme zu greifen, nachdem wir das erfahren haben, dass sehr, sehr viele durch den Lockdown finanziell in Nöte geraten sind. Die gespendeten Lebensmittel liefert Silvia Reis an spanische wie an deutsche Familien. Hallo, wie geht's dir? Hallo. Seit 25 Jahren wohnt und arbeitet Nancy Zeising in Torrox. Nie hätte sie gedacht, dass sie eines Tages nicht mehr für sich und ihre Tochter sorgen kann. Ich mache Endreinigung und so. Ja, und es ist momentan so, bei so wenig Tourismus, was wir momentan haben, bleibt natürlich die Arbeit weg und das Geld natürlich dann auch. Ne? Also so dann, dass du dich nicht mehr vernünftig ernähren kannst. Ne? Also das ist schon krass, auf Deutsch gesagt. Torrox Costa, das Dorf der Deutschen. Ein Rentnerparadies am Mittelmeer. Gut 140.000 Deutsche sind in Spanien gemeldet. Die meisten kommen zum Überwintern wegen des milden Klimas. Doch die Angst, sich anzustecken, hält sie in diesem Jahr davon ab. Und so leert es sich zusehends, das Küstenstädtchen, das sich über die Jahre an seine neuen Bewohner angepasst hat. Deutsche Geschäfte und Produkte, deutscher Service, ein deutsches Ärztezentrum. Hier arbeitet Carla Alonso. Zwar verzeichnet der kleine Ort kaum mehr als 40 Corona-Fälle, doch die Ärztin schaut auf das ganze Land. Rekordmeldung vergangene Woche, 12.000 Neuinfektionen. Die Zahlen schnellen in die Höhe, wieder mal. So wie im März, als zu spät reagiert wurde. Die Regierung hat ein bisschen gezögert, Maßnahmen zu ergreifen, und zwar tiefgehende Maßnahmen, weil sich absehen ließ, was jetzt tatsächlich passiert ist. Ne? Also, dass die Ökonomie ganz schön in Mitleidenschaft gezogen wird. Vielleicht hat man auch gehofft, dass es doch nicht so schlimm wird. Ne? Hätte man früher begonnen, hätte man viele Infektionen verhindern können. Stattdessen ist Spanien trauriger Spitzenreiter. Besonders heftig trifft es abermals Madrid. Jeder fünfte Test fällt positiv aus. Und es fehlt immer noch an Personal, um die Infektionsketten nachzuverfolgen. Die Corona-Politik steht massiv in der Kritik. Ärzte und Pfleger drohen mit einem langen Streik. Nun rächt sich die frühe Lockerung des Lockdowns zur Sommersaison. Quarantäneregeln wurden immer wieder ignoriert. Die Stadt hat daher neue lokale Absperrungen angekündigt. Ich habe keine Ahnung, wie das hier im Winter sein wird. Alles ändert sich ständig. Ich vertraue darauf, dass man einen Impfstoff finden wird und die Pandemie unter Kontrolle bringt. Die Regierung bestimmt jeden Tag neue Maßnahmen. Die Bestimmungen wechseln von Woche zu Woche. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Die wirtschaftlichen Folgen machen mir fast mehr Angst als das Virus selbst. Gerade was die kleinen Geschäfte und Läden angeht, wird es immer schlimmer. Inzwischen dürfte Germán Pérez seinen legendären Club wieder öffnen. Doch für den 70-jährigen Veranstalter sind die Abstandsregeln zu kompliziert, zu streng. Es lohne sich einfach nicht, die Bühne wieder zu bespielen. Die Auflagen sind so hoch, dass es für uns nicht rentabel ist. Wir hätten Verluste und würden Kapital verlieren. Deshalb machen wir nicht auf.
Er vermisst Klarheit seitens der Behörden, eine Perspektive für sein Konzerthaus. Vor allem aber vermisst er die Künstler und die Gäste. Abend für Abend fanden hier Konzerte statt, 35 Jahre lang ohne Pause. Ich bin traurig. Das Schöne an einem Konzerthaus ist doch nicht die Show, sondern das Publikum. Die beste Show ist nichts wert, wenn die Zuschauer fehlen. Und was ist ein Urlaubsort, wenn die Touristen fehlen? Mit strengen Hygieneregeln versucht der Bürgermeister, den Gästen die Angst zu nehmen, Torox vor den Folgen der Pandemie zu beschützen. Die Pandemie wird in Spanien viel Schaden anrichten und ich hoffe, dass Torox nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Aber der Schlüssel dazu liegt bei den Tausenden von Deutschen, dass die, die normalerweise hierher kommen, es auch weiterhin tun. Doch Corona hat das Lebensmodell vieler Auswanderer verändert. Still ist es in ihrer Nachbarschaft, der Reihenhaussiedlung, in der sie seit 3 Jahren wohnen. Die Menschen sind viel zurückhaltender geworden. Diese typische spanische Freundlichkeit mit Umarmung, Küsschen links, Küsschen rechts, ist natürlich, fällt weg. Zurzeit ist halt Ellbogenbegrüßung hauptsächlich. Es sind sehr wenig Touristen hier gewesen dieses Jahr und ich denke auch, es werden wenig Touristen kommen dieses Jahr. Es ist leer. Trotz Krise, trotz Corona hält das Auswandererpaar Torox die Treue. Sie hoffen, dass Urlauber, Rentner und mit ihnen die Jobs an die Costa del Sol zurückkehren.